Vor ein paar Monaten habe ich ein Video gemacht über die drohenden Delistings von China-Aktien in den USA. Das Thema ist zum Glück noch nicht absolut akut. Es stehen jetzt aber andere Delistings im Raum und das ist hochakut. Und wie der Stand ist mit den China-Aktien in den USA, das erfahren Sie auch. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Anleger in der Kammer des Schreckens. Willkommen in Dr. Fu Manchus Horrorwelt der China-Aktien. Ihr, die ihr in diese Hölle eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. So, jetzt haben sie sich alle ganz furchtbar gegruselt. Das Licht ist auch ziemlich gruselig. Scherz beiseite, ein paar Sachen sind wirklich gruselig momentan. Zum Beispiel Thema Delistings. Ab 18. August sind in Deutschland 785 Aktien nicht mehr handelbar, darunter auch ein paar chinesische. Kommt diesmal nicht aus den USA, sondern von der deutschen Börse. Die haben nämlich lapidar nebenbei so mitgeteilt in ihrem Rundschreiben 53, dass da der Handel jetzt eben beendet wird. Und wir haben ja auch den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als diese Rundschreiben von der deutschen Börse zu lesen. Warum werden sie delistet? Weil von den Firmen kein LEI vorliegt, ein Legal Entity Identifier. Das ist so eine Art Kennungsnummer, international gültig, dass jemand ein juristisches Subjekt ist. Und ohne diesen LEI, da geht's offenbar nicht gelistet zu sein. Betrifft vor allem kleinere Auslandsunternehmen, also auch aus USA, Kanada, Singapur und so weiter. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum legen die denn so einen LEI nicht einfach vor bei der deutschen Börse? Und ich vermute eben mal schwer, die haben gar keine Ahnung, dass die deutsche Börse sowas von ihnen haben will. Weil die haben wahrscheinlich schon irgendwann mal zur Kenntnis genommen, dass ihre Aktien auch in Deutschland handelbar sind. Aber wahrscheinlich war es nicht so, dass die das veranlasst haben, sondern diese Aktien sind wahrscheinlich bei uns einfach draufgestellt worden von irgendeinem Spezialisten oder Market Maker oder Designated Sponsor oder wie die eben so heißen. Und die sollten jetzt eigentlich diese Firmen anschreiben, wenn sie schon den Handel mit denen anbieten und sollten denen sagen, könnt ihr denn nicht da einen LEI vorlegen bei der deutschen Börse? Oder aber, wenn sie das nicht tun, dann sollten sie den Anlegern sagen, passt auf, diese Aktien werden jetzt delistet. Tun sie aber natürlich nicht, weil wo kommen wir dahin? Das ist ja ein Haufen Arbeit und dann lohnt sich ja das ganze Geschäftsmodell wahrscheinlich nicht mal. Und darum wird es wirklich so laufen bei 785 Aktien. Die Leute haben keine Ahnung. Am 18. August ist alles noch völlig normal und am 19. sind sie dann einfach weg. Stand ja in dem Rundschreiben. Und ich kann darum jedem wirklich nur raten, gehen Sie Ihr Depot durch, gehen Sie diese Liste durch und wenn Sie diese Aktien nur in Deutschland handeln können, dann sicherheitshalber wirklich weg damit rechtzeitig. Ich stelle Ihnen den Link auf das Rundschreiben hier auch nochmal rein. Betroffen sind, wie gesagt, eben auch einige China-Aktien. Unter anderem Weishen, Global Cord Blood, die mit den Nabelschnur-Blutbanken, Tianneng Power, Automated Systems, Dynasty Fine Wines und einige andere auch noch mehr. Und damit kann man als China-Investor jetzt eben noch eine weitere Liste aufmachen mit Aktien, die man nicht haben sollte oder nicht haben kann und bei denen man aufpassen muss. Wir haben jetzt eben die neuen Delistings von der deutschen Börse. Dann haben wir natürlich noch die US-Sanktionsliste mit chinesischen Unternehmen, die angeblich verbunden sind mit dem chinesischen Militär und in die US-Anleger jetzt nicht mehr investieren dürfen. Und Joe Biden hat die Liste
Liste ja nochmal erweitert um ein paar Unternehmen. Ich stelle Ihnen diese Liste auch noch hier rein, dann haben Sie die auch. Also wohlgemerkt, die deutschen Anleger, die dürften da schon investieren. Die sind auch immer noch handelbar in Deutschland. Nur die Broker bei uns, die haben zum Teil eben beschlossen, dass es ihren Kunden trotzdem nicht mehr erlauben. Die USA könnten da ja ganz furchtbar sauer sein. Ja, völlig klar, dass China so stark ist, ist ja sowieso nur die Schuld des deutschen Kleinanlegers. Und dann als drittes Problem dann ja noch der Dauerbrenner, die Listing-Gefahr für grundsätzlich alle China-Aktien, die in den USA gelistet sind. Und da kann man sich mittlerweile schon ein bisschen fragen, was bleibt denn jetzt noch übrig, also außer so zwei, drei Aktien in Hongkong. Gut, ist ein bisschen überspitzt, ja, oder ist sehr überspitzt genau genommen. Natürlich, es gibt noch hunderte von China-Aktien aus Hongkong, die man problemlos nach wie vor handeln kann. Tencent, Xiaomi, BYD, Geely und was hier alles so populär ist, sind alles Hongkong-Aktien, die kann man nach wie vor handeln, wie immer. Viele China-Aktien sind auch gefallen, gerade in den letzten Monaten und gerade aus dem Technologiesektor, weil die chinesische Regulierung da härter wird in dem Bereich auch. Das ist ein eigenes Thema, ein Thema für sich, und dazu gibt es, daran erinnere ich nochmal, wie gesagt, diese Woche einen neuen Zukunftsmärkte-Report von uns. Da werden wir das ausführlich behandeln, auch mit Blick auf Einzelaktien, also Alibaba, Baidu und so weiter. Die Reports von uns sind gratis. Dieser Report, der geht morgen raus, also noch schnell eintragen dafür, falls Sie es noch nicht gemacht haben, auf www.zukunfts-märkte.de. Und ich sage zu dem Thema jetzt nur so viel. Ja, es ist schwieriger geworden für die Technologiewerte in China. Der Wildwuchs ist vorbei. Das Sentiment ist auch gerade nicht besonders gut. Aber ich glaube nicht, auch nur im Ansatz, dass die chinesische Regierung jetzt die Absicht hat, dass sie ihre Internetkonzerne wirklich nachhaltig schwächt oder vielleicht sogar zerstören will. Aber wie gesagt, mehr dazu morgen im Report, und der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Allerdings, was passiert ist mit vielen China-Aktien, hat schon auch ein bisschen mit dieser Delisting-Gefahr zu tun. Ich habe das Thema ausführlich behandelt vor ein paar Monaten. Ganz kurz nochmal, worum es da geht. Seit 2002 ist es in den USA so, wenn ein ausländisches Unternehmen da an die Börse geht, dann muss die Möglichkeit da sein, dass seine Rechnungslegung nochmal überprüft werden kann von einem amerikanischen Aufsichtsgremium, dem PCAOB. Es geht also nicht darum, dass die jetzt von einem Wirtschaftsprüfer geprüft werden. Das werden sie natürlich sowieso. Sondern es geht um die Aufsicht über diesen Prüfprozess. Und die chinesische Regierung, die hat aber von Anfang an gesagt, nee, die kommen hier bei uns nicht rein. Das ist also der Konflikt. Und dadurch können sich die chinesischen Unternehmen gar nicht an die amerikanischen Auflagen halten. Und sie haben damit die Voraussetzungen für den Börsengang eigentlich auch nie erfüllt. Und die Trump-Regierung, die hat dann letztes Jahr aber gesagt, ab jetzt setzen wir das auch durch. Und wer die Anforderungen eben nicht erfüllt, der wird nach 3 Jahren delistet. Das ist die Rechtslage, und seitdem hofft man, dass es vielleicht bis dahin noch irgendwie eine Einigung gibt. Der große Witz an der Sache ist, obwohl das ja im Raum steht, obwohl es so ist, gehen jetzt nicht weniger chinesische Firmen in New York an die Börse, sondern immer mehr. So hat sich das entwickelt, das ist die Zahl der chinesischen Börsengänge in den USA, und dieses Jahr wird wahrscheinlich sogar ein neues Rekordjahr. Also es gab Ende April 60 neue chinesische IPO-Anträge, und letztes Jahr haben sie damit schon 15 Milliarden Dollar eingesammelt, und dieses Jahr waren es allein im ersten Halbjahr schon fast 13 Milliarden Dollar. Mein Eindruck ist auch ein bisschen, je weniger Substanz da ist bei den Unternehmen und je mehr Visionen und Zukunftsfantasie und so, umso lieber gehen sie nach New York anstatt nach Hongkong. Aber wie auch immer, sie drängen also in New York an die Börsen, obwohl sie demnächst schon wieder delistet werden können. Aber es gibt natürlich immer auch die andere Seite. Und der zweite große Witz an der Sache ist, dass ja jedes China-IPO seit 2002 eigentlich illegal gewesen ist.
Und trotzdem sind alle angenommen worden, trotzdem sind sie alle genehmigt worden von der SEC, trotzdem sind sie organisiert worden von den Investmentbanken und trotzdem haben auch institutionelle US-Anleger in diese Aktien investiert. Mit anderen Worten, im Grunde, ja, es ist eine Riesenfarce im Großen und Ganzen. Man muss sich schon an den Kopf fassen bei der ganzen Sache. Keiner nimmt es ernst, jeder hofft, das regelt sich schon irgendwie. Aber was ist, wenn China sich jetzt gar nicht mehr einigen will in der Frage mit den USA? China hat die Börsengänge toleriert die letzten Jahre, hat auch davon profitiert, ist klar, aber auf der anderen Seite war es auch immer irgendwie ärgerlich, die Sache. Das Land wächst, die tollen Unternehmen wachsen, gehen in den USA an die Börse. Wer profitiert davon? Auslandsanleger vor allem. Und dann kommen ihnen die Amerikaner aber auch noch blöd. Und wenn man sieht, wie China jetzt vorgegangen ist bei dem Börsengang von DD Global, also von diesem großen Fahrdienstvermittlungsunternehmen, die chinesische Uber, wo ja die Behörden, die chinesischen, anscheinend vorher auch gesagt haben, an eurer Stelle würden wir uns das gut überlegen, ob er das durchzieht mit dem Börsengang. DD hat es aber durchgezogen. Und ein paar Tage später kam dann aber dieses sehr harte Vorgehen von der chinesischen Regierung, also die Sperrung von der Didi-App und dann noch Cybersecurity-Untersuchung und so. Und dadurch dann natürlich auch ein Kurssturz. Und man kann jetzt natürlich sagen, das war wieder so ein Schlag gegen den chinesischen Technologiesektor. Man könnte es aber auch sehen, so ein bisschen als Strafe für das US-Listing, weil gleichzeitig dann auch noch angekündigt worden ist, dass es jetzt auch ganz allgemein Änderungen gibt für Auslandslisting, ganz generell. Mit anderen Worten, China scheint jetzt irgendwie die Faxen dicke zu haben und hat möglicherweise beschlossen, dass das mit den US-Börsen, dass man die Frage da irgendwie klären muss, dass das vielleicht gar nicht mehr so im eigenen Interesse ist. Wie geht's jetzt weiter? Ein paar Unternehmen haben das schon gelöst, ganz hervorragend, habe ich auch schon erwähnt, mit einem Zweitlisting in Hongkong. Also Alibaba zum Beispiel, Baidu, Tripcom, NetEase und ein paar andere auch noch, JD.com auch, die sind nach Hongkong gegangen, haben gesagt, sicher ist sicher, wenn wir in den USA delistet werden, dann gibt es eben immer noch die Hongkong-Aktien. Und jeder Anleger kann sich da jetzt schon entscheiden, bleibe ich zum Beispiel bei Alibaba in den US-ADRs oder wechsle ich in die Hongkong-Aktie. Und das ist meiner Meinung nach sehr elegant, das ist auch sehr anlegerfreundlich und ist vertrauenserweckend. Es kommt aber nicht in Frage für jeden, weil die Kriterien in Hongkong für ein Listing, die sind schon streng. Und was auf gar keinen Fall stimmt, was ich hier leider schon oft gehört habe auf YouTube, also so mehr oder weniger, naja, wenn die delistet werden in den USA, dann gibt es ja immer noch alternativ eine Hongkong-Aktie dazu. Das ist völliger Quatsch. Eine Hongkong-Aktie gibt es wirklich nur dann, wenn das Unternehmen da gelistet worden ist, wirklich, und das ist nicht ganz einfach. Was ich auch schon angekündigt habe, alternativ dazu, zu diesen Zweitlistings, wird es wahrscheinlich mehr Übernahmen geben von solchen Unternehmen, mehr Privatisierungen. Das kann dann gut laufen für einen Aktionär, das muss aber nicht gut laufen. Vor allem dann nicht, wenn das lang ausgereizt wird, wenn die Unternehmen ganz lang gar nichts machen erstmal und dann kriegen die Aktionäre Panik wegen dem Delisting, sodass sie am Schluss vielleicht die Aktien ziemlich günstig hergeben. Und ich bin da schon gespannt, was wir da die nächsten Jahre alles so erleben werden. Und dann wird es ganz bestimmt ein paar Firmen auch noch geben, die dann völlig verantwortungslos sind und die dann sagt, naja, dann werden wir halt delistet, das ist uns doch jetzt auch schon völlig egal. Für die Aktionäre ist sowas dann aber sehr übel, ist klar. Es gibt aber noch eine vierte Variante, die macht gerade so ein bisschen Schule. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob der Markt schon verstanden hat, worauf das rauslaufen könnte. Weil eins muss man schon sehen. Die Struktur von diesen ganzen China-Unternehmen, die da gelistet sind, die ist höchst dubios. Ich habe mich neulich erst wieder mit einem langjährigen Freund und Kollegen unterhalten. Da haben wir auch wieder gesagt, ja, mit der Struktur, das darf man den Anlegern und Lesern und Zuschauern eigentlich gar nicht erzählen. Die laufen einem ja in Scharen davon dann.
Und zum Glück erzählt es hier auch keiner. Wobei ich natürlich den Eindruck habe, unsere ganzen China-Experten hier, die verschweigen ja jetzt nichts oder die lügen ja jetzt nicht drüber, sondern ja gut, sie wissen es halt selbst nicht. Aber wie auch immer, also diese Unternehmen, die sehen eben so aus. Das operative Geschäft ist in China, da baut man dann eine Holding drüber, also irgendwas auf den Cayman Islands oder sowas. Das ist dann die sogenannte VEI-Struktur. Die Anleger investieren aber nur in die Holding. Und die hat dann immer so Abkommen und Verträge mit der Tochter in China oder mit Vertretern von dem Tochterunternehmen. Und das ist dann angeblich die Anspruchsgrundlage, die man hat als Aktionär. Das chinesische Recht hat diesen Anspruch noch nie bestätigt. Den gibt's gar nicht, rechtlich gesehen. Da ist am Anfang viel rum improvisiert worden, da bei den ersten Auslandslistings, weil man sich da gedacht hat, man hat sich damals gedacht, irgendwann wird man das schon festzurren, so juristisch. Das hat man aber nie gemacht. Man hat nur mittlerweile beschlossen, dass an diesen Gegenwert, der da sein soll, dass jeder ganz fest dran glaubt. Ja, es ist noch schlimmer als mit Notenbankengeld, ich sag's Ihnen. Und das Ganze funktioniert aber wahrscheinlich nur so lang, bis es mal richtig Ärger gibt. Und jetzt schauen wir uns mal an, was im chinesischen Solarsektor gerade passiert. Ich habe über den Solarsektor ausführlich berichtet, ist nur ein paar Wochen her. Es gibt aber schon wieder ein paar Neuigkeiten. Jinko Solar hat angekündigt am 28. Juni, sie gliedern Yangxi Jinko, also den größten Teil vom operativen Geschäft, aus und listen den in Shanghai am Star Market. Ganz toll, Aktie ist um 25% hochgesprungen an dem Tag. Ganz klar, weil in Shanghai wahrscheinlich eine höhere Bewertung drin ist für das Geschäft. Und das gleiche dann auch Canadian Solar und Daqo New Energy. Die entscheidenden Teile werden ausgegliedert und gehen an den Star Market in Shanghai. Wo man übrigens diese Holdingstrukturen jetzt auch listen kann, was ein bisschen auch als Zeichen dafür gewertet wird, dass China die Gültigkeit von dieser Struktur vielleicht ja doch ein bisschen akzeptiert, also unausgesprochen. Aber auf der anderen Seite, es ist natürlich auch ganz klar ein Zeichen dafür, dass China sagt, Kinder, lasst es mit den USA, kommt heim nach Hause an den Busen der Partei, zu Hause ist es immer am schönsten. Und wenn man das jetzt einfach da mit einem Zweitlisting machen würde in Shanghai, dann könnte man ja sagen, gut, ist so ähnlich wie ein Zweitlisting in Hongkong. Die westlichen Privatanleger kommen in Shanghai natürlich so gut wie gar nicht mehr ran an die Aktie, aber okay. Aber die Ausgliederung vom operativen Geschäft an eine chinesische Börse in Kombination damit, dass in USA das Delisting droht und dass der Rechtsanspruch von den westlichen Anlegern auf diese Assets, die da drin sind, sowieso schon fragwürdig ist. Da würde ich mich als Unternehmen, wenn ich delistet werde, dann wirklich auf den Standpunkt stellen, das ist ein feindseliger Akt, ist uns jetzt aber auch egal. Wir haben unser operatives Geschäft, das ist jetzt auch wieder gelistet in Shanghai. Damit sind wir beweglich, so kapitalmarktseitig. Euer Anspruch da aus dem Westen ist schon noch da, ist aber eigentlich alles nicht mehr unser Problem. Und wenn ihr ein Problem habt, dann probiert halt aus, wie weit ihr damit kommt. Und das macht mir schon gewisse Sorgen, muss ich sagen. Es muss nicht sein, dass ich da recht habe mit meinem Verdacht. Ich hoffe auch, ich habe nicht recht. Aber ich bin da schon ein bisschen misstrauisch mittlerweile. Und jetzt gibt es bestimmt den einen oder anderen von Ihnen, der jetzt sagt, so, es reicht. China-Aktien, das war's. Damit hat sich's für mich jetzt endgültig erledigt. Und ich verstehe es irgendwie auch. Also ich beschäftige mich mit China seit Jahr und Tag. Und ich sitze jetzt natürlich schon auch wieder da und kotze im Strahl, und weil solche Sachen nerven. Für mich kann ich nur sagen, trotz allem, es gibt gute China-Aktien. Man muss auf eins immer achten bei der Sache, Qualität. Das ist entscheidend, gerade in Zeiten, wo viel unklar ist. Und man muss sich natürlich immer gut informieren. Das ist bei chinesischen Aktien ganz genauso wie bei allen Aktien. Also bleiben Sie informiert, vielleicht ja auch mit Hilfe dieses Kanals, den Sie auch abonnieren können, nebenbei gesagt. Denken Sie auch an die Zukunftsmärkte-Reports, an den Report, der
morgen rausgeht. Morgen besprechen wir unverdrossen trotz allem chinesische Technologieaktien. Nur die Harten kommen in den Garten. Und ich mache jetzt wieder dunkel und erschrecke noch ein paar Leute. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.